Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier zu Football Tactics and Glory. Ja, das nächste Spitzenspiel steht auf dem Programm. Der Offenbach ist SC, nein, FC natürlich gegen den FC Haubi. Platz 2 gegen Platz 1 in der Liga. Wir haben eine Nachricht. Heute regnet es. Ja, das wissen wir schon. Ne? Wir haben ja auch schon aufgestellt, wenn ich mich richtig erinnern kann. Oder hat es das jetzt wieder zerwürfelt? Ja, irgendwie scheint es fast so ausgelassen, dass es da wieder alles durcheinander gewürfelt hat. Naja. Okay, also man speichert hier auch nicht, ne, sondern man geht hier einfach raus. Also er speichert halt dann, wenn man das Spiel verlässt, hoffe ich mal zumindest. Aber ja, ich schau gerade, muss ich irgendwas umstellen? Der ist auch noch leicht müde. Unser offensiver Mittelfeldspieler, ne, der hat schon stark gelitten. Aber wir brauchen die Passfähigkeit. Okay. Wir spielen über rechts mit dem Manzi. Und der Kirschner. Ah ja, stimmt. Der ist mit linkem und rechten Verteidiger ist der aufgestellt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja gut, kommen wir. Wir spielen, was soll's. Und ich meine mich zu erinnern, der Libero von ihm ist irgendwie gesperrt gewesen oder sowas, oder? Muss ich gerade nochmal gucken. Oder war das ein anderer? Nee, das war ein Spiel zuvor. Okay, das habe ich jetzt verwechselt. Gut, nicht so schlimm. Wir gehen ins Spiel, ins Spitzenspiel. Ne, eure Tipps. Einen Tipp gab es. Da hieß es 1:1. Spannendes Spiel. Ja, spannend darf es gerne werden. Aber wegen mir kann es auch gerne erfolgreich sein. So, Heimmannschaft hat Anstoß. In Halbzeit 1. Da kommen sie durchs Mittelfeld. Wird gleich mal ein schlampiger Pass ausprobiert. Der kommt über Umwege leider an zum Stürmer. Und da wird dann direkt geschossen, aber das ist natürlich ein peinlicher Versuch gewesen. Da ist unsere Innenverteidigung gut gestanden. So, jetzt kommt der Meister Stauder. Der spielt auf den Wirtenden flotten Pass. Und der Meister Wirt ist hier umzingelt von Mittelfeldspielern, was natürlich schlecht ist. Denn die können den alle schön pressen und wir ärgern uns dann. Pass auf, oh, komm, wir versuchen einen schönen Pass. Genau, vorbei am defensiven Mittelfeldspieler, hat doch geklappt. Auf außen auf den Manzi, der verliert den Zweikampf gegen den Stahl. Aber ne, das ist alles nur vorgeplänkelt, so ein verunglückter langer Pass. Landet im zentralen Mittelfeld, da rennt der Mittelfeldspieler, der Universal-Mittelfeldspieler auch hin. Hat aber keine Aktion mehr, jetzt kommen wir. Genau, so, wir machen jetzt mal hier einen ganz geschmeidigen Zweikampf. Oder ne, machen wir Pressing. Kostet ja nichts, gratis Pressing. Der Wirt macht den Zweikampf, gewinnt den Ball, nachdem der andere keine Kontrolle mehr hatte. So, der Wirt ist müde. Oh, das ist natürlich eine beschissene. Oh. Das ist natürlich eine beschissene Wahrscheinlichkeit, ne? Auf der anderen Seite hätten wir hier natürlich, wenn es gelingt, wenn der Pass gelingt, hätten wir hier natürlich dann eine gute Schussposition, aber das wird nicht funktionieren. Okay, was haben wir da? Das ist der Abfangjäger, unser Stahl. Der Manzi ist nur Stürmer. Kann hier irgendjemand einen schönen langen Pass spielen? Habe ich keinen aufgestellt. Okay, der Libero, aber naja, so weit kann er nicht spielen. Ja, der Wirt ist müde. Das war dumm, den aufzustellen. Ich hätte nicht machen sollen. Wenn ich das mache, ja, verlieren wir den Ball. Wir haben eine Chance mit einem Potenzial von 4:10. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr schlecht, dass wir da durchkommen. Ne, ich mach's nicht. Ich spiele hier auf den Manzi. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso schlecht, dass da was vorwärts geht. Ich könnte es mit dem Gewaltschuss probieren, das ist noch schlechter. Defensiv, zentral ist hier. Komm, wir kontrollieren. Wir versuchen hier zu kontrollieren. Hat nicht geklappt. Mist. Hat nicht geklappt. Der Stahl hat uns den Ball abgenommen. Der passt dann hier durchs Mittelfeld zum Berthold. Mein Gott, da hat unsere Verteidigung gepennt, aber zum Glück hat der Torhüter aufgepasst. Junge, Junge, was macht ihr? Ah, spiel mal hier. Zum Libero, bitte. Okay. Du spielst. Oh Gott, das ist nicht besser, gell? So total verrückt.
Okay, warte mal. Wir spielen zu unserem rechten Verteidiger, genau. Das muss jetzt unser Verteidiger richten. Der läuft jetzt mal auf rechts. Der Kollege ist motiviert, ist nicht sehr gut. Heißt, er hat erhöhte Werte. Natürlich, war klar. Aber er hat nur noch eine Aktion, das heißt, in der Halbzeit passiert nicht mehr viel. Ja. Was macht der? Der versucht einen Schuss, echt? Ja, das war nichts. Okay, wir haben jetzt noch 3 Spielzüge. Dann ist diese Halbzeit vorbei. Ja, ich kann eigentlich nur eines versuchen. Boah, okay, krass. Ich kann eigentlich nur versuchen, wirklich den langen Ball über den Wirt zu spielen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass der ankommt, aber ja, war nix. Okay, Halbzeit. Der Wirt muss raus, der ist platt. Der ist platt. Ne, wenn es durchkommt, haben wir eine Chance, aber so ist der kaputt. Der ist völlig am Ende. Okay, pass auf. Wirt, da kommt der Rainer. Rainer kommt für Wirt. Du gehst auf rechts. Du kannst in den freien Raum passen, was schon mal positiv ist. Okay, Wirt ist draußen. So, wen könnten wir da noch unter Umständen bringen? Ja, wir haben lauter Luschen da draußen, ne? Wir haben einen jungen Spieler hier, den Strauß, den wir gekauft haben über den Transfermarkt, aber der muss halt noch lernen. Der muss noch lernen. Der Schulden können einen langen Pass spielen. Den könnte ich natürlich für den Strauß bringen, aber nein, ich will, dass der Strauß Erfahrung sammelt. Komm, auf geht's. Zweite Halbzeit jetzt. Jetzt musst du mal was gehen, die Haube da auch. Jetzt habt ihr Anstoß, jetzt geht was. Habt ihr gehört? Oh Gott. Haben wir Glück gehabt. Haben wir Dusel gehabt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass die einen defensiven Mittelfeldspieler haben. Der hätte den Pass fast abgefangen. Hätten wir fast dumm geschaut. So. Moment. Du rennst da runter. Und dann machst du Kontrolle. Genau. 65er Kontrolle hier außen. Ne, denk dran. Erste Runde nach Anpfiff, keine Fertigkeiten. Ja klar, von hinten weggesinst. Ach, hör doch auf, Mensch. Ja, sowas, da kriegt er nur gelb. Da kriegt er nur gelb. Ach, das ist eine Lachnummer. Junge, Junge, wie seid ihr drauf? Achso, ich brauche jemanden, der den Freistoß schießt. Ja, okay, Argument. So, da sieht man jetzt natürlich, ne, aufgrund des Regens 40% Malus, das ist fett. Komm, dann lass mal den Rotfels das machen. Mein Gott. Na, der ist auch noch motiviert. Hier drin. 40, 60 Verteidigung, nicht 40. Okay, wir stellen den Manzi mal auf außen. Du gehst dahin. So. Der Pass wäre Wahnsinn. Der kommt an. Der Kirschner versucht es einfach mal. Komm, hau mal drauf. Und da scheppert es, jawohl. 1-0. Halb rechts. Oh, von der Strafraumkante. Boah, hätte ich gar nicht gedacht, dass er den so reinzimmert. Das hätte ich nicht gedacht. Lag vielleicht am Regen, kann das sein? Sind Fernschüsse bei Regen das Mittel? Muss ich mir nochmal anschauen, ob es da irgendwie einen besonderen Bonus gab oder sowas. Aber das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber die Werte waren halt krass, hätte ich gesagt, ne? Ja klar, hat der Dusel, dass er den Abpraller noch kriegt. Ja, das war nix, mein Freund. Das war nix. So. Okay, Libero, pass auf. Du dahin. Du. Ganz schlechte Idee. Gegen motivierte Leute einen langen Pass spielen, das macht man nicht. Ganz schlecht. Moment, hier wird man eine Gratis-Aktion kriegen. Ja, komm, der funktioniert. Jawohl. Passt. Ne, Gratis-Aktion geschenkt. So, du. Oh Gott, du kannst wieder bloß einen Oma-Ball spielen, oder? Echt? Oh. Meine Herren. Das ist ein normaler Mittelfeldspieler, der kann nichts. Das ist der Defensive.
Der kann zwei Felder ohne Ball rennen. Okay, pass auf, du rennst da raus und dann machst du Kontrolle. Wir sind nicht unter Druck, der Gegner ist unter Druck. Wir führen 1-0. Genau, wir führen 1-0. Ach, der würfelt eine 43, hör doch auf. Was hat denn der verduselt, bitte? Okay, der ist platt, das ist schon mal positiv. Der ist müde. So, okay, wo können wir auswechseln? Mal kurz gucken. Ich würde jetzt gerne die Verteidigung ein bisschen stärken. Bei der nächsten Aktion. Einfach um das Ding zuzumachen, ne? Um auf Nummer sicher zu gehen. Der Manzi hat das Tor geschossen, gell? Nee, Quatsch, der Kirschner hat das Tor geschossen. Der Kirschner war's. Ja gut, ja, okay, 56 Genauigkeit. Ja, das erklärt natürlich, warum der so reingehauen hat. Dann hat das nichts mit dem Regen zu tun gehabt. Nee, war mein Fehler. Also wir machen hier hinten nochmal ein bisschen zu. Geht natürlich erst, wenn gewechselt ist, ist logisch. So, kannst du hier? Okay, das ist natürlich bitter. Der hat einfach zu schlechte Werte, als dass der hier irgendwas ausrichten würde. Also pass auf, du presst auf jeden Fall mal, dass der nicht laufen kann. Dann kann der nur passen. Okay, das heißt, der Gegner hat noch einen Angriff. Drei Aktionen. Wir gehen da hoch. Zweikampf sieht nicht gut aus. Wir probieren's. Boah, wir haben sogar Glück. Wir haben sogar Glück. Gut gewürfelt. Zur Abwechslung mal. So, jetzt hat er noch drei Aktionen. Jetzt holt er sich das Bällchen hier, genau. Das hat Aktion 1 gekostet. Jetzt kann er höchstens noch passen. Das macht er, der kommt nicht an. Und damit war's das. Wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben das Spiel gewonnen, Leute. Spitzenspiel 1-0 für die Haubertaucher. Jawohl. Sehr schön. Der Kirschi mit seinem Präzisionsschuss. Na gut. Ja, Hauptsache gewonnen. Hey, drei Punkte sind drei Punkte. Das will niemand wissen, wie die zustande kommen. Das sieht auch am Jahresende niemand in der Tabelle, ne? Da heißt es nur, wer ist Erster, wer ist Zweiter, wer ist Dritter. Strauß gewinnt Punkte, Verteidigung und Passspiel, jawohl. Stufe Aufstieg und der Flattermann hat ebenfalls Punkte gewonnen. Der Strauß war Spieler des Spiels, echt? Ich muss lachen. Sehr geil. Ja gut, er hat hinten natürlich abgeräumt, ne? Hat doch schon mal hier, hat dick Erfahrung gewonnen. Super. Sehr gut. Okay, ja. Wir winken von Platz 1, haben 8 neue Fans gewonnen. Ein Ruhmpunkt. 88 Euro, wow. 16 Punkte. 16 Punkte in der Tabelle und immer noch die weiße Weste. Nach 6 Spielen noch kein Gegentor. Ja, das lässt sich anschauen. Und schau mal hier, die Sinsheimer sind auf Platz 2. Oh mein. Die Sinsheimer, die Maurermeister aus Sinsheim. So, da haben wir nichts mehr, gell? Ja, genau, am Ruhm hat es gelegen, gell? Wir hatten ja keinen Ruhm. So, schauen wir mal, sortieren wir nochmal nach Alter. Okay, also Verteidigung haben wir schon einen jungen Flitzer, Mittelfeldspieler. Der ist schon 25. Ja gut, 25 ist immer noch nicht schlecht. 27 Passspiel. Das 14 Genauigkeit. 13er Kontrolle. Mit dem könnte man vielleicht auch was anfangen. Warum nicht? Warum nicht? Komm, hol man. Was soll's? Ja, ja. Drei Ruhm, die haben wir. Also her damit. Der Ewig. Wir haben den Ewig gekauft. Meister Ewig. Ja, also der könnte sich auch für einen offensiven Mittelfeldspieler eignen. So, also dann machen wir gleich mal hier unseren Hinweis, OM, dass ich das nicht vergesse. So, der darf dann auch gleich spielen für den Wirt. Schauen wir mal. Okay, Training müssen wir natürlich noch einstellen. Passspiel ist eingestellt. Was hat der für Fertigkeiten? Maximale Neigung abfangen. Abfangen, okay. Als defensiver Mittelfeldspieler hätte er das sowieso. Aber im offensiven Mittelfeld ist es vielleicht auch nicht schlecht. Gerade wenn der Gegner versucht, einen langen Pass oder einen passenden freien Raum zu spielen.
Ist es gar nicht schlecht, ja. Das machen wir. Das ist nicht schlecht. Also, dann geht's ins Training. Nächstes Spiel gegen Oberhausen FC. Oh, Amateurliga Oberhausen FC. Prestigepokal. Prestigepokal. Da, die Burschen hier. Oberhausen FC. Na gut. Ja, mal schaut euch die mal an. Okay, also da. Ja. Sage ich mal vorsichtig, da ist ein Sieg eigentlich Pflicht, genau, Prestigepokal. Da gibt es, denke ich, keine Ausrede, da müssen wir gewinnen. So, schau mal, ach, kommt diese Maurer. Schaut euch die an! Schaut euch diese Maurer an! Wie sie sich einfach hinten reinstellen. Mein Gott, die können nix. Die können nix. Das ist bitter. Okay, muss ich da den Flattermann spielen lassen? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Da brauchen wir den Flattermann nicht. Okay, da können wir hier auf Außen spielen. Haben unseren. Muss gerade schauen, muss ich da einen dritten Stürmer aufbieten vielleicht? Nee, eigentlich nicht, oder? Da hätte ich aber. Ja, ich hätte gerne noch jemanden, der einen langen Pass spielen kann, wenn es irgendwie geht. Den roten Fels hätte ich auch gern spielen lassen. Ja, ein Verteidiger vielleicht noch, ne? Weißt du was, da schmeißen wir den Libero raus. Den schonen wir. Der kann sich ein bisschen schonen. Der hat auch schon ein bisschen Energie verloren. Da lassen wir den Schulden spielen. Spielen wir mit einer Dreierkette. Ein Innenverteidiger, zwei normale Verteidiger, eine Amateurverteidiger. Ja, dann wird sich das schon ausgehen. Genau, auf geht's. Komm. Die hauen wir weg. Die Burschen. Anstoß für die Jungs aus Oberhausen. Da scheitert er gleich mal hier in unserem Abwehrspieler, jawohl. Okay. Dann geht's gleich mal durch die Mitte. Kann unsere Neuerwerbung ja gleich mal ein bisschen glänzen, vielleicht. So, spielen wir auf den Manzi. Der Manzi versucht's einfach mal. Völlig verzweifelt und der Torhüter fängt die Murmel, fischt sie aus dem Eck. Na, es war gar nicht schlecht. Er ist zumindest immerhin bis zum Torhüter durchgekommen. Oberhausen über. Die rechte Seite über die Innenverteidigung, über den Rotfels, okay. Na gut, der geht spazieren und hält dann den Ball. Ach, ist das süß. Er hält den Ball. Sollen wir da mit dem Kirsch nochmal drauf gehen? Ja, komm, wir probieren es. Jawohl, Kirschner gewinnt das Bällchen. Das ist doch schön. So, dann versucht er gleich mal hier. Mein Dribbling ist schlecht. Dribbling ist schlecht. Kirschner, was machst du denn? Wieso? Ach so, weißt du was? Genau, wir spielen den Tunnel. Ah, bleiben wir leider hängen. Mist. Kirschner bleibt hängen. Okay, dann setzen wir den Kollegen mal unter Druck mit unserem Mittelfeld. Spielaufbau in der Mitte über den Mölling von Oberhausen. Der versucht es dann über die rechte Seite, nachdem die jetzt leicht offen ist. Und dann wieder die klassische Ballkontrolle. Aber auch hier geschmeidiges Pressing. So, versuchen wir es uns. Oh Gott, jetzt bin ich mit dem Falschen vorgerückt. Der kann ja gar nichts, der Ungarn, ne? Der ist. Mein Gott. Der kann nichts. Der kann nichts, okay. Muss ich mit meinem defensiven Mittelfeldspieler herkommen? So, jetzt aber. Oh Gott, der würfelt eine 1. Der würfelt eine 1. Hat ein Potenzial von 16 und was würfelt er eine 1? Oh Gott. Tja, und jetzt. Der gegnerische Stürmer in unserem Strafraum. Und da kassieren wir das Gegentor. In der Minute 40. Und ich denke mal, das sollten wir gewinnen. Das wird eine Oma. Ja, da habe ich wohl etwas zu optimistisch in die Zukunft geschaut, so wie es aussieht. Mei, oh mei. Oh, ist das bitter, Mensch. Ist das bitter. Tja. Oh Gott, was mache ich denn? Zapperlot. So, du rennst davor, bitte. Ziehst den Verteidiger raus. Jawohl, sehr gut. Oh. Okay, das lassen wir lieber. Gewaltschuss. Ja, komm, Gewaltschuss. Probieren wir es. Der lässt den Ball abprallen. Na gut. Zum Glück für den Gegner in die Innenverteidigung, aber ich muss es probieren. Ne? Hätte er noch eine Ecke rausholen können. Oh, Leute, Leute, okay. Ich glaube, das war optimistisch.
So, sorry, Libero, wir brauchen dich doch wieder. Du musst hinten ein bisschen aufpassen. Ich bin total entsetzt, dass die Jungs so nix sind. Ja, aber wir haben keine Passgeber. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Okay, was tun? Der Manzi, bring mir den auf links und du gehst da auf die rechte Seite. Dann kannst du über außen kommen. Der hat gute Kontrollwerte, ja. Der kann vielleicht schön flanken, mal schauen. Mittelstürmer hieß es, der hat automatisch Kopfball. Stimmt. Habt ihr recht, da kam auch ein Kommentar, das habe ich ganz ausgeblendet. Ein Mittelstürmer hat immer automatisch Kopfball auf Stufe 1. Das ist gut für Flanken, aber wenn die hier natürlich mit einer 6er Abwehr spielen, das ist schon hart. Komm, jetzt, wir lassen uns von denen hier nicht aus dem Spiel nehmen. Wo kommen wir denn da hin? Das wäre ja lächerlich, Freunde. Komm, der geht. Jawohl. Schöner Pass auf den Rainer. Der rennt über rechts. Verteidiger, schaut wieder schlechter aus. So, du. Wir versuchen es nochmal, komm. Da ist er wieder, der Gewaltschuss. Ist wieder abgeprallt. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht mal eine Ecke kriegen oder sowas, aber nein. Na gut, immerhin stehen wir nicht im Abseits, ne? Das ist schon mal von Vorteil. So, was machst du jetzt da unten? Tja, macht der Ballkontrolle. Da macht der Ballkontrolle. Ach, komm hier rauf. Okay, wir pressen. Manze geht auf außen. Der Kirschner geht eins runter. So, der wird jetzt hier hochpassen wahrscheinlich. Auf den Hammerstein, genau. Hammerstein wird versuchen, hier den Stürmer in Position zu setzen. Oh, nicht einmal, okay. Ach, diese Mauer. Ja klar, die können auf Zeit spielen, gell? Die können auf Zeit spielen, ich habe die Zeit nicht. Komm, wir müssen es versuchen. Oh Gott, mein Gott. Mein Gott. Wir würfeln heute wieder sehr weltmeisterlich, stelle ich fest. Oh, Libero, was machst du denn? Den hättest du doch locker abfangen können. So, hol den Ball. Wir brauchen jemanden, der den Ball halten kann. Der Rottfels. Komm. Ja, ich kann nicht weiter spielen. Also, Rottfels. Sau blöd, das war's, wir haben verloren. Ja, wir haben verloren, wir kommen nicht mehr dran. Mist. Ja, wir kommen nicht mehr dran, ne? Das war die letzte Aktion. Ah, da habe ich jetzt so wenig hier unten geschaut auf die Aktionen, wie viel noch übrig bleiben. Mein Gott, das glaube ich nicht. Wir verlieren das Pokalspiel gegen diese Luschen aus Oberhausen. Das ist nicht euer Ernst. Mein Gott, okay, das habe ich unterschätzt. Das habe ich komplett unterschätzt, meine Leute. Sapperlot. Stauber kriegt Erfahrung, okay. Rottfels steigt auf, jawohl, bloß 3 Pässe, immerhin. Und unser neuer Mittelfeldspieler bekommt Pass und Verteidigung. Boah. Ja, der geht auf meine Kappe, also das habe ich verbummelt. Das habe ich verbummelt. Aber gut, das war nur das Hinspiel. Ne? Im Prestigepokal gibt es Hin- und Rückspiel, also noch ist nichts verloren. Noch ist nichts verloren. Freunde, wir können immer noch. Okay, wieder Amateurliga gegen Burghausen. Platz 1 gegen Platz 3. Zum Glück haben wir das Gegentor im Pokal kassiert, nicht in der Liga. Somit hält noch die weiße Weste. Tja, auch wenn es nicht allzu viel bringt. Ach komm, die spielen auch wieder mit einer 6er Abwehr. Was ist denn das? Diese Maurer, diese Ländigen. Okay, komm, Libero. Dann
Ja, ich gehe natürlich mit dem Strauß schon Risiko, gell? Aber ich muss den spielen lassen, Leute. Der ist jung, der braucht Erfahrung. Okay, was haben die? Die haben keine Fertigkeiten. Die haben hier den Kollege in der Verteidigung, der einen passend freien Raum spielen kann und sonst nichts. Okay, heißt, da ist jetzt nicht mit Bonus oder ja, Gratis-Aktionen zu rechnen. Ne, wie denn auch? Ich glaube, ich muss dem Kollegen auch mal eine kleine Schonung gönnen. Ja, komm, wir bringen mal noch einen Stürmer. Wir müssen den auch mal spielen lassen hier. Der Kollege, ne? Der muss auch mal ein bisschen Einsatzzeit kriegen. Dass der zumindest zur Spezialisierung geht. Und wenn es nur darum geht, dass man ihn verkaufen können danach. Okay, schauen wir noch auf den Transfermarkt. Oh, 30% Rabatt. Auf alles, außer auf Tiernahrung. Wir haben 6 Ruhmpunkte. Ja, aber da ist nichts dabei, wo ich sage, wow, haut mich um, ne? Klar, ich meine, hier ein Verteidiger 21, ja, schön, aber. Der ist auch ungelernt, wobei, was haben wir denn eigentlich? Wir haben da nicht mehr viel, gell? Wir haben da nur alte Leute. Ja, den Flattermann, der ist 32. Eils und Schulden. Gut, an den Eils kommt er immerhin hin, oder? Ja, der ist. Ja, aber der Hallo, schau mal hier. 44.000, klar, logisch. Ja, den könnte man mit Sicherheit für einen Eils. Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns, den Konrads. Wenn nicht jetzt, wann dann? So, pass auf, du wirst Innenverteidiger. So, dann müssen wir natürlich noch das Training festlegen für den vermutlich, oder? Ah, ne, okay. Der ist schon auf Verteidigung, passt. Gut, dann gehen wir ins Spiel gegen Burghausen. Ja, komm, heute machen wir mal 3 Spiele. Gegner spielt in Gelb. Jawohl, wir spielen zu Hause. Heute machen wir mal 3 Spiele. Gibt's mal eine längere Folge. Haha. So, Ungler über rechts. Passt auf den. Ja, Stieteller. Der geht auf Außen. Und versucht einfach mal völlig verzweifelt nichts. Genau, er macht hier die Ballkontrolle. Sollen doch die Gegner versuchen, ihm den Ball wegzunehmen. Ja, das war nix. Das hat nicht funktioniert. 5 Erfahrungspunkte für unseren Stürmer. Sehr gut. Ja, das sind alles Ungelernte. Genau, jetzt versuchen sie hier zuzumachen. Schaut das ja an. Natürlich. Natürlich. So. Du gehst auf Außen. Da haben wir einen Kopfballspieler. Geht eine schöne Flanke. Ah, der kann halt auch nicht passen, gell? Der kann gar nichts. Da. Wollen wir nicht ankommen? Da wollen wir nicht ankommen. Du rennst dahin. Und du machst Ballkontrolle. Genau, dann kann nur er wieder versuchen anzugreifen. Ach, diesmal kriegt er. Ach komm. Das ist ja ärgerlich. Okay, er hat abgebrochen. Das ist interessant. Dann gewinnen wir den Zweikampf mit dem Kirschner. Und er versucht mal den präzisen Schuss und scheitert kläglich. Eieiei, aber wir versuchen hier zumindest nochmal einen schönen Zweikampf. Gewinnen diesen, sind im Strafraum und kommen leider nicht mehr dran. Das ist bitter, aber jetzt haben wir hier einen motivierten Kollegen gegen uns. Der wird natürlich. Ach, jetzt kommt der Torhüter. Ja, klar, logisch, da kommt der Torhüter raus. Sicher. Na schön. Der macht Kontrolle, okay. Ja, da werden wir nicht viel ausrichten können hier. Ich kann jetzt diesen hanebüchenen Zweikampf versuchen. Der würfelt natürlich mega. Ist logisch. So, da rennen wir mal auf rechts. Es sind noch 2 Runden. Der Gegner hat noch 3 Aktionen. Der versucht einen langen Ball, der landet im Niemandsland. Heißt, der Gegner wird auch kein Tor mehr schießen in dieser Halbzeit. So, der macht Kontrolle. Das war anzunehmen, dass das kommt. So, dann rennen wir mit unserem defensiven, naja, verkappten defensiven Mittelfeldspieler dahin. Versuchen den Zweikampf, gewinnen diesen auch überraschend. So, haben die letzte Aktion und können nicht mehr aufs Tor schießen. Dann spiele ich zumindest noch auf.
den hier, dass der noch den Ball kriegt und der noch Erfahrungspunkte kriegt. Und dann war es das. Halbzeit 1 plätschert ergebnislos. 0:0 ereignislos dahin. Ja, zumindest haben wir kein Gegentor kassiert. Aber diese Maurer, schau das ja an. Diese Maurermeister. Ich bin am Überlegen, ob ich den sogar jetzt gleich bringe, ne? In der zweiten Halbzeit für den Brand. Ja komm, warum nicht? Ich meine, die waren nicht bei uns vor der Bude. Also warum nicht mal die Jugend reinwerfen? Warum nicht der Jugend eine Chance geben? So, da kommen die Burschen aus Burghausen. 30er Genauigkeit, ja. So, Libero, runterlaufen bitte, danke. Das war nichts, da hat unser Libero aufgepasst, genau, und der Konrads hat gleich den Ball. So, Konrads, du machst einen schönen, geschmeidigen Pass hier runter auf Außen. Der macht einen schönen Pass in die Mitte auf den Kirschner. So, der versucht. Kein Dribbling. Der versucht einen Präzisionsschuss, würfelt die 22 und jawohl, trifft sogar aus der zweiten Reihe in Minute 58. Jawohl, zum Glück haben wir diese Granate, diesen Kirschner. Ne, Distanzschüsse, das sind sein Ding offenbar. Da haben wir mal Dusel gehabt jetzt. Schön gewürfelt, in Führung, Minute 58 und die Freunde aus Burghausen denken sich, verdammt, wieso dieser Sonntagsschuss, wieso der Freunde... Ist passiert. Ne? So, Libero, aufpassen. Ach, das darf nicht wahr sein. Die kommen einmal vors Tor. Ach, okay, das zweite Mal. Und dann zimmert der das Ding rein. Ach, Mist. Okay, die weiße Weste ist kaputt. Na schön. Dann ist es so. Das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Pass in die Mitte. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht klappt es ja nochmal mit dem... Mit dem Distanzschuss. Komm, auf geht's. Jawohl! Der Kirschner wieder! Zweimal gut gewürfelt. Zwei Buden. Dieses neue Spiel heißt Football Tactics and Distanzschüsse. Es scheint zu funktionieren. Zumindest jetzt. So, der wackelt wieder in die Mitte. Jetzt kommt wieder der Libero. Jetzt würfelt bloß was Gescheites, Brille. Ich sag das. Jawohl. Da ist der Ball weg. Na, Bruch. Mein Freund, das war nix. So, jetzt, pass auf, hier über außen den langen Pass spielen. Jawohl. Sehr gut. Der Rainer spielt. Hier runter in den freien Raum. Genau. Der macht einen Tunnel. Mit Glück funktioniert es ja. Okay, wir haben kein Glück. Aber wir hatten schon zweimal Glück beim Distanzschuss, muss ich dazu sagen. Ne? So, letzte Chance für Burghausen. Langer Pass, der kommt nicht an. Damit ist das Thema erledigt. Wir gewinnen dieses Spiel gegen Burghausen. Völlig verdient, meiner Meinung nach. So, wir machen hier ein Pressing. Genau, gibt Erfahrungspunkte. Hier machen wir einen Zweikampf. Gibt Erfahrungspunkte. Wir gewinnen den Ball. 5 Punkte für die Innenverteidigung. Und dann noch einen schönen Pass in die Mitte. Gibt ebenfalls nochmal Erfahrung. Und das Spiel ist aus. Und wir gewinnen und holen die 3 Punkte. Sehr schön. So, der Manzi, jawohl, wieder Erfahrung hier, das bestimmte Spieler des Spiels, der Kirschner, genau, 2 Buden, gibt nochmal Punkte, Manzi, oh ja, ausgewogene +1, was hätten wir hier beim Unger, der kriegt nochmal Pass, jawohl, sehr gut, nur 2 Auflevelungen, genau, okay, oh, knapp, der Libro fast vom nächsten Stufen-Upgrade, also Spezialisierung, ne, dieses Upgrade. 8 neue Fans, 1 Ruhmpunkt immerhin. Sehr gut. 19 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf Sinsheim. Gut, jetzt halt sind Spieltag 7, haben wir das Gegentor kassiert, aber es war eine Frage der Zeit, bis es da mal scheppert. Ja, Freunde, das war's für heute bei Football Tactics and Distanzschüsse. Und ja, ich sag vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.